Die 60-Punkte-Marke knacken, unter Tabellenplatz 4 verteidigen. Das sind die beiden Ziele heute von Lok Leipzig. Die Unterstützung von den Rängen wie immer top. Lok heute ohne den verletzten Top-Torjäger Ziane. Erste Ecke, 8. Minute. Wufak zurück zu Grimm. Wilton verlängert unfreiwillig auf Luca Sirch. Den wollen sie in Leipzig unbedingt halten. Sehr munteres Spiel zu Beginn. Babelsberg verteidigt sehr weit von, will Fehler von Lok provozieren, aber die lösen sich spielerisch klasse aus der Umklammerung. Abderrahmane, tolle Übersicht. Und von rechts saust gleich Ogbidi rein ins Bild. Theo Ogbidi. Auch mit ihm will Lok verlängern. 15. Minute, schneller Einwurf, Wufak. Ogbidi, der kann auch nur schnell. Danko überfordert. Und da ist Atigan, Osman. Atigan. 1-0. 11. Saisontor. Auch sein Vertrag läuft aus. Und auch ihn wollen sie weiter binden. Entscheidend Ogbidis hohes Tempo, so kann er die Hereingabe bringen. Atigan zeigt sein ganzes technisches Kapital. Der Abschluss überraschend für Haram ins kurze Eck. Lok weiter mit ganz viel Spielfreude. Und immer wieder geht's über die linke Babelsberger Abwehrseite, denn da ist oft kein Gegenspieler für Ogbidi. Ogbidi, Winkel ist spitz. Haran mit klasse Fußparade. Die Gäste haben hier alles im Griff. Von wegen Dogan, schlampig. Steinborn sieht Fran. Çakmak läuft in Position. Beste Chance für den Tabellenzehnten, der mit einem Sieg noch Chemnitz in der Tabelle überholen könnte. Fran, wunderbar getimt dieser Kopfball. Und Dogan wehrt die Kugel dann etwas glücklich mit der rechten Wade ab. Babelsberg jetzt besser im Spiel. Wieder Tahsin Çakmak. 6 Saisontore für den bislang auffälligsten Babelsberger. Almedin Shiva, 20 Jahre als Spieler, Sportdirektor und Trainer für Babelsberg aktiv, sieht in Halbzeit 2 weiter sein Team in der Defensive Rausch. Und Dogan, der Schwung der ersten 20 Minuten ist längst weg bei Leipzig, die mittelfristig raus wollen aus der Regionalliga. Das hat Präsident Kracht unter der Woche betont. Wieder Babelsberg, na klar mit Çakmak, kann er deutlich besser, der ehemalige türkische Junioren-Nationalspieler. 59. Minute, Babelsberg hat alles zugestellt. Deshalb dieser kluge, lange Ball auf Ogbidi. Danko hechelt wieder nur hinterher. Ogbidi, Atilgan, 2-0. Erneut eine Ogbidi-Atilgan-Kombination. Die beiden fast an der Hälfte aller Leipziger Saisontore beteiligt. Kein Wunder, dass sie bleiben sollen. Gute Phase jetzt der Leipziger. Egilseder. Grimm, den hat er noch. Und dann hat er noch die Übersicht für Heinke. 3-0. Zweites Saisontor für den Defensivmann. Klasse die Vorarbeit von Grimm. Schlussphase. Babelsberg wehrt sich zumindest. Und den hier, den kennen Sie schon. Çakmak mit der letzten Chance des Spiels. Danach ist Schluss. Lok gewinnt das Saisonfinale in Babelsberg mit 3-0 und beendet die Spielzeit damit auf Tabellenplatz 4.